Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in Runde 3 Solo unter die Map kommt, Leute, ohne God Mode. Und zwar braucht ihr hierfür erstmal 2250 Punkte, sofern ihr in Runde 2 keine doppelten Punkte oder Bonuspunkte Power-Up bekommt, dann kriegt ihr 2225 Punkte. Das macht aber nichts, Leute, denn ihr könnt trotzdem hier rausgehen. Und zwar, wenn ihr euch hier unter dem Automaten legt, und das Stamina Up kriegt ihr nochmal 100 Punkte und könnt auch die nächste Tür aufkaufen. So, wenn ihr dann alles aufgekauft habt, Leute, dann tötet alle Zombies bis auf 2. Ich würde euch hierfür empfehlen, lasst 2 schnelle Zombies am Leben, weil die in Lorons sind die Zombies einfach ziemlich langsam und das ist echt nervig. Ich töte hierfür die ganzen langsamen Zombies und lasst dann 2 schnelle Zombies am Leben. So. Wenn ihr dann nur noch 2 Zombies habt, Leute, dann lasst euch downen von denen. Und wenn die euch gedownt haben, schießt euer Magazin leer und danach belebt euch wieder. Dies machen wir aus dem Grund, weil wenn ihr das gemacht habt und euch danach hinlegen solltet, dann kriegt ihr kein Damage von den Zombies. Und das ist sehr wichtig. Ihr müsst euch gleich hier an diese Stelle legen. Was ihr jetzt macht, ihr traint die Zombies so, dass die hinter euch laufen, so wie ich. Legt euch an diese Stelle und lauft nach vorne. Haltet nach vorne laufen gedrückt und nach paar Sekunden drückt dann ducken. So dass ihr unter die Map backt. Falls das nicht klappt, Leute, legt euch ganz schnell wieder hin, wartet wieder ein paar Sekunden, so bis die Zombies euch nach vorne pushen und drückt dann auf Ducken. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann seid ihr hier unter der Map. Und ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Spots, wo ihr auf Headshots gehen könnt oder allgemein die Zombies gut killen könnt und wie man hier aus dem Glitch wieder rauskommt. So, Leute, wenn ihr hier steht, dann sammeln sich die Zombies direkt über euch. Das ist natürlich... gut, wenn ihr jetzt eine Nahkampfwaffe habt, irgendwie den Hammer oder das Messer leveln wollt oder einfach nur auf High Rounds mit der Wunderwaffe gehen wollt. Hier könnt ihr Munition holen, Leute. Und dann zeige ich euch nochmal 2 Spots. Und zwar, wenn ihr hier an der Munitionskiste springt, dann könnt ihr euch hier hinstellen und die Zombies trainen dort. Und ihr könnt easy auf Headshots gehen. So, das ist der Spot Nummer 1. Und Spot Nummer 2 ist hier bei der Gallo. Einfach einmal springen und die Zombies versammeln sich dann dort. Dort könnt ihr dann auch super easy auf Headshots gehen. Und nun zeige ich euch, wie ihr hier rauskommt. Lauft dorthin, wo ich laufe, Leute. Ihr braucht den Ätherschleier auf Stufe 3. Dann geht einfach hier hin, aktiviert euren Ätherschleier und ihr seid wieder draußen. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.